Ja, guten Tag. Heute geht es um die Treverer oder korrekt ausgesprochen die Treverer. Das ist das gallische Volk, das schon vor den Römern in der Gegend von Trier gesiedelt hat. Und es ist jetzt ein neues Buch erschienen, Cäsar und die Treverer. Ich spreche es trierisch oder deutsch aus, denn ja, in Trier gibt es Sprüche wie Treverer sind cleverer etc. Vielleicht spricht man es deswegen so aus, keine Ahnung. Ja, dieses Volk, die Treverer oder Treverer, die sind angeblich germanischen Ursprungs gewesen, waren aber in Wirklichkeit nach heutigem Kenntnisstand Kelten, ansässig zu beiden Seiten der Mosel, die, wie ihr Name eigentlich kleine Maas zeigt, in vorgeschichtlicher Zeit ja in die Maas gemündet ist. Das Siedlungsgebiet der Treverer umfasste geografisch den größeren Teil der belgischen Provinz Luxemburg, das Großherzogtum Luxemburg selbst, das Saarland sowie den linksrheinischen Teil von Rheinland-Pfalz, allerdings ohne die Pfalz, mit den Regionen Eifel, Hunsrück, Koblenz und natürlich als Zentrum Trier. In der Antike grenzten die Treverer im Norden an die Ardennen, im Osten an den Rhein, an die Germanen, im Süden an die Mediomagtriker, das sind die sogenannten Metis, wie das mittelalterlich heißt, oder heute an Metz, an die Metzer. Und im Westen an die belgischen Remer, und die Remer waren der gallische Stamm, der um Reims herumgesiedelt hat. Das Gebiet der Treverer war also sehr groß. Also quasi von kurz vor Reims bis etwa Koblenz. Und es war auch nicht irgendein gallischer Stamm. Das ist ein bisschen historisch in Vergessenheit geraten, sondern ein Stamm, der Cäsar ganz, ganz erheblich zu schaffen gemacht hat und die immer wieder mit Aufständen versucht haben, ja, sich von den Römern zu lösen, sie zu ärgern, aber auch, wenn es ging, sie zu vernichten. Und es ist klar, dass das bei den Römern nicht gerade auf Gegenliebe gestoßen ist. Und sie konnten sich etwas zunutze machen, was bei vielen gallischen Stämmen der Fall war, nämlich die Häuser, die Herrscherhäuser der einzelnen Stämme waren häufig geteilt. Sie waren uneins. Es gab einen Zweig, der eher national gallisch war und einen Zweig, der pro-römisch war. Und diesen Zwist, den gab es auch bei den Treverern und den hat sich Cäsar zunutze gemacht. Den Hauptort dieser Durchquerung der Mosel, wie Trier damals ja, umschreibend genannt wurde, konnte Cäsar natürlich nicht nennen, denn er wurde 44 vor Christus ermordet und Trier ist am 23. September 17 vor Christus im Auftrag und Namen des Augustus an seinem Geburtstag gegründet worden als Augustusstadt der Treverer Augusta Treverorum. Ja, in Caesars Bellum Gallicum treten die Treverer bei Caesar nach ja, fünf eher beiläufigen Erwähnungen in den ersten Büchern über den Gallischen Krieg wenig in Erscheinung. Aber mit dem fünften Buch kommen sie dann ins helle Licht der Geschichte. Da Caesar für das Jahr 54 eine Britannien-Expedition plant, will er eigentlich keine Unruheherde in seinem Rücken hinterlassen und so eilt er zu den aufmüpfigen Treverern. Cäsar nimmt das zum Anlass, seine Leser, man kann ihn durchaus auch als Schriftsteller bezeichnen, über die politische Spaltung der Treverer zu informieren und, wie ich eben schon erwähnte, eben in eine nationalgallische Partei mit Indutio Marus an der Spitze. Und eine römerfreundlich eingestellte Partei, der dessen Schwiegersohn Zingetorix voransteht. Caesars Schlichtungsversuche sind allerdings schiefgelaufen und sie hatten den gegenteiligen Erfolg. Seine Diplomatie hat zuerst mal versagt und bei den Treverern haben sich die Fronten verhärtet. Nach seiner Rückkehr vom Britannienfeldzug verlegt Caesar die 4. Legion mit Labienus als Feldherrn
ins Winterquartier bei den Remern, also in die Nähe von Reims, direkt ins Grenzgebiet der Treverer. Mit ja, die Treverer haben dann versucht, sich mit den Germanen zu verbinden, mit denen sie eigentlich auch gelegentlich schon mal Scharmützel hatten, und sie haben versucht, auch mit Geldmittel die Germanen dazu zu bekommen, sie zu unterstützen gegen die Römer. Aber die Germanen hatten zuerst nicht die rechte Lust, weil sie sind schon zweimal auf die Nase gefallen damit. Und insofern waren die Treverer auf die einen Seite ein bisschen in der Zwickmühle gewesen, aber sie waren eben bekannt unter den gallischen Stämmen als besonders mutig. Und Zitat, Equites Treveri, quorum inter Gallus virtutis opinio est singularis. Treverische Reiter, deren Ruf der Mannhaftigkeit unter den Galliern einzigartig ist. Damit bin ich jetzt eingestiegen schon in die Übersetzung von Cäsars Aufzeichnung über den Gallischen Krieg. Diese Übersetzung ist jetzt gerade neu erstellt worden von Paul Träger, dem Autor des Buches Cäsar und die Treverer. Und er konzentriert sich dabei natürlich auf die Stellen, wo Cäsar sich mit diesem gallischen Stamm beschäftigt. Er, Cäsar, schreibt immer in der dritten Person von sich, selbst brach auf mit vier gefechtsbereiten Legionen und 800 Reitern in das Gebiet der Treverer, weil diese weder zu den Landtagen kamen, noch unserem Befehl gehorchten und über sie gesagt wurde, dass sie die Germanen jenseits des Rheins aufwiegelten. Dieser Stamm ist bei weitem am meisten von ganz Gallien durch seine Reiterei stark und hat große Truppen an Fußsoldaten und berührt, wie wir früher dargelegt haben, den Rhein. In diesem Stamm stritten zwei Männer untereinander um die Erststellung, Indutio Marus und Cingetorix. Und von diesen kam der eine, Cingetorix, sobald man von der Ankunft Cäsars und der Legionen erfahren hatte, zu ihm, bekräftigte, dass er und all die Seinen in der Pflicht bleiben werden und nicht von der Freundschaft des römischen Volkes abfallen werden, und legte dar, was bei den Treverern betrieben wurde. Jedoch Indutio Marus begann, Reiterei und Fußvolk zusammenzuziehen und, nachdem diejenigen, die durch ihr Alter nicht unter Waffen stehen konnten, im Ardennenwald versteckt wurden, der sich in gewaltiger Größe mitten durch das Gebiet der Treverer vom Rhein bis zu den Remern erstreckte, Krieg vorzubereiten. Ja, Indutio Marus hat seine Verwandtschaft, seine Gefolgsleute bei den Treverern zusammengetrommelt und hat auch versucht, von anderswoher Leute zu bekommen. Das ist ihm auch gelungen, und hat dann die Idee gehabt, Labienus, den Feldherrn Cäsars, anzugreifen. Und hat dabei zuerst mal das Lager beobachtet der Römer und dann die Römer provoziert. Als mit von Tag zu Tag größerer Verachtung Indutio Marus ans Lager heranrückte, hielt er Labienus, nachdem in einer Nacht die Reiter aller benachbarten Stämme, für deren Herbeiholung er gesorgt hatte, hereingelassen worden waren, all die Seinen mit so großer Sorgfalt durch Wachen innerhalb des Lagers zurück, dass auf keine Weise dieser Sachverhalt gemeldet oder zu den Treverern gebracht werden konnte. Also Labienus hat befreundete gallische Stämme in sein Lager gelassen, um so seine eigene Streitmacht zu vergrößern, und hat das so geschickt gemacht, dass die Treverer das nicht mitbekommen haben. Inzwischen rückte gemäß seiner täglichen Gewohnheit Indutio Marus ans Lager heran und verbrachte dort einen großen Teil des Tages. Die Reiter schleuderten ihre Geschosse und riefen unter großer Schmähung an Worten die Unsrigen zum Kampf auf. Ohne dass von den Unsrigen eine Antwort gegeben worden war, rückten sie, sobald es ihnen gut erschienen war, gegen Abend zerstreut und zersplittert ab. Also die Treffer rückten, nachdem sie den ganzen Tag
die Römer provoziert haben, dann ab und plötzlich ließ Labienus aus zwei Toren die ganze Reiterei heraus. Er ordnete an, alle sollten auf den einen, Indutio Marus, losgehen und keiner solle einen anderen eher verwunden, als er jenen beseitigt gesehen habe, da er nicht wollte, dass jener, wenn er durch die Verzögerung mit den übrigen einen Zeitraum gewonnen habe, große Belohnungen stellte er denen, die ihn niedermetzeln würden, in Aussicht. Ja, und das heißt dann auf Latein das Endergebnis so: Et cum unum omnis peterent in ipso fluminis vado deprehensus inducio marus interficitur caputque eos refertur in castra, oder auf Deutsch: Und als alle auf den einen losgingen, wurde inducio marus gerade noch in der Furcht des Flusses ergriffen, beseitigt und sein Haupt wurde ins Lager zurückgetragen. Das war dann die erste schwere Niederlage für die Treverer, also die Niederlage der Abtrünnigen, denn ein Teil war ja eben schon auf der römischen Seite und arbeitete mit den Römern zusammen. In der Folge mit diesen gingen die Verwandten des Indutio Marus, die die Urheber des Abfalls gewesen waren, indem sie diese begleiteten vom Stamm weg. Sie zogen Richtung Germanien. Cingeto Rigi, quem ab initio permanisse in officio demonstrativus, principatus atque imperium ad traditium. Dem Cingetorix, von dem wir gezeigt haben, dass er von Beginn an in der Pflicht geblieben war, wurde die Erstellung im Frieden und der Oberbefehl im Krieg übertragen. Also die Römer waren schlau. Sie haben versucht, die Völker nicht nur zu unterwerfen, sondern sozusagen Einzugemeinden zu den ihren zu machen, ihnen auch zentrale Stellungen übertragen. Und insofern ist, glaube ich, auch zu erklären, dass die kurz darauf gegründete Stadt Trier auch zu einem Zentrum, zu dem Zentrum nach Rom in der Antike wurde, weil sie einen ganz zentralen Platz in Gallien hatte, die Lage gut war, die Römer sich da wohlfühlten und so ist Trier eben ja zur zweiten Welthauptstadt aufgestiegen. Das dauerte etwa 400 Jahre lang, bis die Franken dann kamen, ganz sehr viel später kamen die Franzosen, Napoleon und irgendwann dann die Preußen. Und wenn man heute fragt, was sind die Trierer denn? Also Preußen sind sie auf gar keinen Fall, allenfalls Beutepreußen wie andere auch. Franzosen schon viel eher, also Trierer hätten nichts dagegen gehabt, wenn Napoleon da geblieben wäre. Ansonsten natürlich, einige sagen, wir sind die Nachfolger der Römer. In Wirklichkeit, denke ich mal, steckt auch noch eine Menge gallisches Blut drin. Und so ist es wie überall. Die Trierer sind die Mixtur der letzten 3000 Jahre. Herzlich willkommen in Trier im Rheinischen Landesmuseum. Mein Name ist Dr. Markus Reuter, ich bin der Direktor des Museums und ich möchte Ihnen jetzt ganz kurz ein paar wichtige und interessante Einzelheiten über das Museum erzählen. Hinter mir sehen Sie ein Grabmal aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Das ist einer der Highlights unseres Hauses. Diese Grabdenkmäler waren nicht nur Statussymbole und ein Zeichnung von Reichtum und Macht, sondern sie zeigen uns auch heute noch sehr viel über das antike Leben. Diese Grabdenkmäler haben nämlich wunderbare Reliefs mit Alltagsszenen, die uns zeigen, wie die Menschen damals gelebt haben. Wir sehen darauf Jagdszenen, Freizeitszenen, Pferderennen, aber auch Speiseszenen, Frisierszenen. Das ist ein einzigartiger Fundus, den es so in Mitteleuropa nirgendwo gibt. Das Rheinische Landesmuseum besitzt natürlich neben diesen Grabdenkmälern noch sehr viel mehr Highlights aus der Römerzeit, so etwa der weltweit größte jemals gefundene Goldschatz der Antike oder auch wunderbare Mosaike. Das Rheinische Landesmuseum steht für die Römerzeit hier in Trier nicht alleine. Es ist Bestandteil des Zentrums der Antike mit vielen interessanten römischen Ruinen und die schauen wir uns jetzt an.
So, und jetzt sind wir im Zentrum der Antike angekommen. Dazu zählen neben der Porta Nigra das Amphitheater, die Kaiserthermen, die Barbara-Thermen und die Igeler Säule sowie die Römerbrücke. Nirgendwo in Mitteleuropa kann man dem, was Rom einmal gewesen ist, näher kommen als hier in Trier. Und ganz besonders fasziniert mich von den genannten Römerbauten die Porta Nigra, die in diesem Jahr ihren 1850. Geburtstag feiert. Das wissen wir erst seit kurzem. Durch eine gezielte Ausgrabung konnten wir einige Hölzer bergen und die ließen sich anhand der Jahresringe genau bestimmen. Und seit wenigen Jahren wissen wir, dass das Baudatum um 170 nach Christus liegt und die Porta in diesem Jahr ihr großes Jubiläum feiert. Happy Birthday, Porta Nigra!